Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Overwatch. Ja, letztes Mal haben wir, wen hatten wir denn da? Ah ja, Merci hatten wir. Merci, dass es dich gibt. Ja, unsere Support-Heilerin. Merci hatten wir letztes Mal. Und dieses Mal nehmen wir Symmetra. Symmetra ist erstmal Der wahre Feind des Menschen ist das schauen. Chaos. Genau. Hallöche. So, Symmetra hat eigentlich mit oh, leckt es aber. Mit E hat sie ein Sicherheit Schild, bewahrt. den sie machen kann. Finde ich gut, weil bringt auch noch Punkte. Dann hat sie mit Großschreibtaste kleine Geschütze, die sie aufstellen kann. Ich muss nur gerade mal schauen, warten, bis die auch zu sehen sind. Ist ja ein Übungsgefecht, das ist hier nicht wichtig. Also mit linker Maustaste hat sie so einen kleinen Energiestrahl, womit sie halt ein bisschen was ziehen kann. Ich werde Ein dich kleines, ab. Sch kleines Schild, mit dem sie bei E. Mit dem sie das machen kann. Ja, wie gesagt. Nochmal kurz. Ich komme nämlich leicht durcheinander gerade. So, fangen wir an. Mit der linken Maustaste hat sie den Strahl, den sie dementsprechend, wo sie Schaden machen kann. Einheit am Watchpoint Gibraltar. So viel dazu. Ich erkläre mich hier halb doof und dämlich auf gut Deutsch. Aber ich habe auch schon ein paar Folgen hinter mir aufgenommen. Deswegen seht es mir bitte nach. So. Der wahre Feind des Menschen ist das Chaos. Genau. So. Grüße. Also links hat sie halt ihren komischen Strahl. Ups, das. Oh, leck, 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 leck. Achso, das ist sowieso eine Wartezone. E hat sie ein Schild, was sie machen, Verbündeten geben kann. Linke Maustaste halt diesen Strahl, den ich ja schon gezeigt habe. Genau. Machen Sie sich bereit Hier. zum Angriff. So. Also, links den Strahl nochmal. So. Rechts, wenn sie gedrückt, man gedrückt hält, lädt man eine Energiekugel ab, die man beim Loslassen der rechten Maustaste abfeuert. Die Ulti ist ein Teleporter, den man vom so gesehen vom Startbereich aus dann sich hin teleportiert zu diesem Teleporter. Photonenschild, das ist halt das Schild, was man den Verbündeten gibt. Und sie hat Selbstschussanlagen. Der wahre Feind des Menschen ist das Chaos. Hallöchen. Ich werde dich schützen. Dein Schutz Sie geht nicht kann aus. dementsprechend Danke für wirklich dein jedem Schild ein und Schild Rüstungen. geben. Rüstungen. Dann Wie erfrischend mittelalterlich. Nicht erinnern, nach deiner Meinung gefragt zu haben. hier schön, vielleicht sieht man die gleich, da oben hängen Die sie. Angriffsphase beginnt Ein in 30 paar Sekunden. Ich hasse es, mit Geschütztürme. verschwendeten Blechbüchsen zu arbeiten. Ne? Sicherheitssystem wird eingerichtet. Schön ein paar Geschütztürme, die sich auch wieder einladen, aufladen, so dass man hier schön alles voller Geschütztürme machen könnte. Dann rechte Maustaste hat man so einen aufgeladenen Schuss. Und Selbstschussanlage wurde zerstört. Kuckuck, meine Freunde. Zack. Amann. Selbstschussanlage 1. Na, Tracer, geh mal weg da. Anlage Nummer 2. Schussanlage Nummer 3. So. Bastion ist auch noch mit drauf. Und nächste Selbstschussanlage. Eine kleine aufgeladene Geschichte. Team wurde ausgelöscht.
hilft mir immer ganz witzigerweise ganz gut. Zack, 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 zack. So, falls jemand mal hier ne? Zack. Zack. Falls jemand mal doch sterben sollte. So. Zack. Oh, scheiße. Na, eine? Drei wurden kaputt gehauen. Gut, danke. Irgendwer, der hier meine Rüstung braucht? Nö. Nee. Zack, Kuckuck. Ist eigentlich auch eher eine Support-Klasse. Aber kann halt auch durch die Geschütztürme hier oben. Selbstschutzanlage ziemlich nervig werden für Gegner. Gerade wenn man die, wenn man weiß, wo man die platzieren muss. So, schönes Ding. Zack. Nein, da fährt er gerade rüber. Zack. Dann halt hier, so dass man das auch so hat, und schon haben wir gewonnen. Bam. Wie sie hier liegen, so faul. Von ihr habe ich sogar einen Skin in dem Sinne, nämlich den Skin Majestät, glaube ich, heißt der. Ja, sorry, falls es lecken tut. Ich weiß gerade nicht, was das in dieser Folge ist. So. Bastion kriegt von mir den Punkt. Ah, 8 Kills mit Selbstschussanlagen. Tiefer. Genau, tiefer. So. Eine Silber, eine Bronzene. Nehmen wir so hin, ne? Jo, dann schauen wir mal, was die nächste. Die nächste Map ist. Lijiang Tower. Ja, der Lijiang Tower ist gut für den Teleporter. Das fällt mir gerade so auf. Weil man den schön dahin stellen kann und dann. Mal schauen, mal schauen. Zumindest wieder Symmetra natürlich. Wie soll es anders sein, wenn wir die anderen Pi mal Daumen 20 Folgen, glaube ich, müssten das gewesen sein, immer nur einen Charakter nehmen. Dann sollten wir halt da auch die letzten zwei Folgen für die Charaktervorstellung natürlich die Charaktere nehmen, die wir vorstellen wollen. So. Zack, schnell mal die Schilder verteilen hier. Zack, zack. Hat jeder? Nee, du hast noch nicht. Da oben. Ja. Runde 1 und der Kampf beginnt. Willkommen in meiner Realität. Schnell. Zack. Zack. Schnell mal hier. Oh, warte mal, die kommen doch aus der Ecke, ne? Dann sorge ich doch mal dafür, dass sie auch ihren Spaß in der Ecke haben.
Wichtig ist, ihr müsst die gut verteilen, die Türme. Weil sonst hauen die eine Attacke rauf und ihr seid die Geschütze los. Deswegen verteile ich sie immer schön. Oh. Okay. Lass mal hier. Genauso auch sowas hier. Wenn man denkt, dass hier eine Selbstschussanlage ist, hinpasst, denkt man erst im ersten Anzeichen nicht so. Ich bin ganz ehrlich, ich baue jetzt mal hier den Teleporter hin. Und baue gleich hier zwei. Zack. Oh, 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 da oben wollen sie lang. Achso. Doch nicht. Okay. Zack. Lass einfach mal. Zack, 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 zack. Ganz einfach mal. Fupp. Gleich mal hier ein bisschen die Selbstschussanlagen hinbauen. Bumm. Zack. Doof gelaufen. Ah, schade, der hat es noch überlebt. Wäre immer geil gewesen, hätte er es nicht mehr überlebt. Aber okay. Grüße. Zack. Das Licht schützt dich. Zack, zack, zack. Müsste jetzt alle haben. Oder? Nee, da ist noch einer. Sicherheit für alle. Wenn schon, denn schon, ne? Los. Runde 2. Und der Kampf beginnt. Mir gefällt das eigentlich ganz gut. Gerade wenn man hier so ein Ding hinbaut. Zack. Man merkt zwar, hey, hier kommen noch Dinger, aber man merkt nicht so ganz, dass sie wirklich von hier kommen. Mann. Zack. Zack, 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 zack. Schön. Alter! Lass doch meine Selbstschussanlagen hier leben. Selbstschussanlage eingerichtet. Die Fenster sind auch gemein. Sicherheitssystem wird eingerichtet. Da oben. Schön. Ich glaube, ich stelle mal hier auf der hier hinter mal den Teleporter hin. Einfach, weil ich Bock und Lust und Laune habe. So. Ich glaube, das hilft uns da ein bisschen besser. Zack. Selbstschussanlage.
Stopp mal, wenn ich das hier noch zwei Reihen stelle. Das ist schon... Oh Mann, ich hab doch gedrückt, genau. Yeah, noch einen Kill geholt nebenbei. Ja, und Highlight ist... Bastion. Letzte Zeit bin ich nicht so das Highlight von Spielen. Irgendwie nicht mehr, zumindest. So. Ein Positiv. Ja, dann kriegt aber einmal Merci den Punkt, weil sie Heilerin ist und gut geheilt wird. Er hat. So. Ja, zwei Goldmedaillen. Finde ich nett. Finde ich sehr, sehr nett. Leider reicht die Zeit nicht mehr aus, um noch eine Runde anzufangen. Beziehungsweise eine Runde zu spielen. So, da haben wir gleich zu sehen, da, Symmetra. Skin, wie man sieht, majestätisch. Habe ich, ich glaube, irgendwo mitbekommen. In irgendeiner Lootbox war das, die, glaube ich, mit drin. Siegespose ist auch nett. Diese kleine Spinnerei hier. Es gibt die. Oh, schön. Das ist für Halloween. Ist auch mal was. Dann natürlich den Spruch: Willkommen in meiner Realität. Zu Halloween gibt's sogar. Was für ein schauderhafter Gedanke. Harte Arbeit und Hingabe lohnt. Sommerspiele. Okay. Waffe majestätisch natürlich. Das wäre die goldene. Finde ich ganz nice eigentlich. Ja. Ich will mal sehen. Da. Ui. Als Vampir. Nett. Also als Vampir sieht sie ja nett aus, ne? Göttin. Ja. Aber dann würde ich erstmal sagen, was das für heute mit Overwatch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal das letzte Mal in der Charaktervorstellung vorerst ein. Also zumindest von den 22 Charakteren, die wir bisher hatten. Es kann natürlich sein, dass bis jetzt, wo die Folge rauskommt, natürlich auch schon ein, zwei weitere Charaktere dazugekommen sind. Das liegt daran, ich habe diese Folge vorproduziert. Allerdings sollte ein neuer Charakter rauskommen, kommt danach davon natürlich auch nochmal ein Video. Also, wie gesagt, tschüss, ciao und ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Euer Livers.